Servus, ich bin's wieder, die Kathi, und ich habe die letzten Monate damit verbracht, exzessiv Sommerkleider zu nähen. Well, winter is coming, my friends. Also ich sage euch einmal eins, der Nachteil davon, wenn man seine Klamotten selber näht, ist natürlich, du musst sie erst mal nähen und so. Also das ist unglaublich viel Zeit. Also nicht so wie beim Shoppen, dass du hingehst und du nimmst das Kleid und dann kannst du es gleich anziehen. Sondern du suchst erst mal einen Stoff aus oder du suchst eben nach irgendwas zum Upcyclen und nähst es dann und bla und bla. Will heißen, von der Idee bis zu dem Zeitpunkt, wo du es dann wirklich dran kannst, vergeht schon einige Zeit, ja. Dementsprechend hat es sehr lange gedauert, bis ich meine ganze Sommergarderobe für 2020 zusammengenäht habe. Und jetzt ist Herbst. Geil. Also heute, genau heute, wenn ich das aufnehme, ist der meteorologische Herbstanfang. Und passend dazu hat sich Wien ausgesucht. Ja, let's do it. Herbst it is. Cool. Jetzt habe ich auf jeden Fall 10.000 Milliarden geile Sommerklamotten im Schrank und jetzt wird's kalt. Schön. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache dieses Video mal drüber, wie ich jetzt vorhabe, diese Sommerklamotten in nächster Zeit zu tragen. Also quasi, wie man Sommerklamotten zu Herbst- oder Winteroutfits stylt. Und nebenbei erzähle ich euch noch ein bisschen, welche Klamotten definitiv ein Win waren. Also welche Klamotten ich definitiv oft getragen habe und welche Klamotten eher nicht. Und viel Spaß. Totally. Herzlich willkommen zu meinen normalen Aufgabenperspektiven-Dingsbums und ich fange rum mit dem ersten Tipp, also was heißt Tipp, also es ist, ihr kennt die Sachen wahrscheinlich alle schon, es ist nur ein kleiner Reminder und eben, ich zeige euch, wie ich es bei meinen Sachen mache und zwar, das erste ist natürlich, dass ich einfach was drüber anziehe. Wow, please give me an Oscar. Wir fangen an mit diesem wunderschönen Teil, das ist ein Slipdress, das habe ich nicht diesen Sommer genäht, aber letzten Sommer und tatsächlich ist es einer meiner favorite pieces in meinem Schrank, lustigerweise. Es ist halt so simpel und so einfach und ich sehe gerade, dass mein ganzes Oberteil voll Schnitzel ist. Egal! Also ich liebe das Teil und ich ziehe es im Sommer sau viel an, einfach mit Turnschuhen. Und für solche unauffälligen Slipdresses gibt es eine ganz einfache Methode, wie ihr die im Winter dran kennt oder im Herbst. Einfach einen Oversize-Pulli drüber ziehen und je länger der Pulli ist, desto geiler. Wait for it! Also die ganze Sache kann man natürlich dann auch noch krasser machen, indem man dann auch noch eine Strumpfhose anzieht oder einfach das Schuhwerk ändert. Aber es ist ja noch nicht super krass kalt. Es hat noch nicht minus 500 Milliarden Grad, sondern es ist erst Herbst, also von dem her reicht es komplett für mich. Layern kann man natürlich auch noch andere Sachen und zum Beispiel Sachen, wo man denkt, okay, funktioniert das wirklich? Und zwar mein Oversized Wrap Dress von diesem Sommer. Das hatte ich definitiv ein paar Mal an. Aber natürlich ist es ein bisschen schicker und alles so und irgendwie haben mir ein bisschen die Occasions gefehlt, aber ich habe es definitiv oft getragen und ich liebe es voll. Ich liebe die Farbe und ich liebe das flowy flowy Ding und da zeige ich jetzt auch, wie ihr das ganz einfach herbstmäßig stylen könnt. Und go! Und wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist mir jetzt aber noch nicht warm genug oder beziehungsweise die Chucks stören mich, dann könnt ihr ganz einfach entweder so krasse, globige Boots hernehmen, sag jetzt einmal. Oder ihr könnt natürlich auch so ein bisschen mehr sexy greifen, das geht natürlich auch immer. Aber in dem Fall werde ich jetzt einmal die schwarzen anziehen, weil ich dann nämlich auch noch eine Mütze dazu aufzieht. Yay! Let's see, wie das ausschaut. Fast fertig. Gut, Trick 17 bei solchen Sachen, wenn euch das jetzt zu lang ist und ihr wollt da aber keinen Knoten machen oder sowas ist. Bei den ganzen Wickelkleidern gibt es ja da hinten quasi so ein Bunch, das draußen ist, das über euren Rücken verläuft. Und da könnt ihr einfach den Pulli so ein bisschen drunter schieben. Das hebt dann eigentlich relativ gut. Und dann ist es so ein bisschen gecroppter und dann haben wir hier nur die Schuhe und und schon habt ihr ein Herbstoutfit aus eurem flowy flowy Wickelkleid. So,
also das wäre jetzt Empfehlung Nummer 1, einfach mal was drüber anziehen. Ich finde es eben super cool, wenn zum Beispiel bei einem engen Kleid, wenn der Pulli umso länger ist und eben bei so einem weiten Kleid, wir können ein bisschen kürzer sein, aber auf jeden Fall ein bisschen oversized. Das finde ich ganz lässig. Und jetzt nochmal the other way around und zwar einfach was drunter layern. Also ich würde sagen, wir starten mit einem anderen Wickelkleid und zwar dem da. Ups, da hängt noch was anderes dran. I don't need you. So, also wir fangen mit dem an. Das habe ich aus dem Rock von meiner Mom gemacht und das habe ich so oft getragen. Nicht unbedingt viel draußen, aber sau oft zu Hause, weil sie es einfach so schnell anschmeißen hat lassen und so einen tiefen Ausschnitt vorne hatte. Und wenn ich dann draußen auf dem Balkon guck bin, hat es dann wunderschön gebräunt dazwischen. You know? Und deswegen, glaube ich, habe ich das auch so oft gehabt, weil es so locker war und alles und so flowy. Also ich will heißen, bin ich so froh, dass ich das umgenäht habe, weil ich habe so oft dieses Ding getragen und den Rock einfach nie. Ja, okay. Ich probiere jetzt das an und das mache ich jetzt mit einem Teil, das ihr schon auswendig kennt. Und zwar, tada, das war dein Shirt. Ja, ich trage es tatsächlich auch hin und wieder und nehme es nicht nur als Schnittmuster her. Das Madonna-Shirt mit dem. Denkt ihr vielleicht, es schaut super aus? Wait and see. Sollte es wirklich nur Kälte werden, könnte natürlich immer was Langärmliches noch zu sehen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und die Tatsache, dass das eher so Band-T-Shirt ist und das eher so girly-girly, finde ich, macht das Ganze noch ein bisschen härter, was perfekt ist für Herbst, I guess. Und eben dann noch eine coole Jeansjacke dazu und das hat es prinzipiell angezogen. Und natürlich kann man da unten auch noch jederzeit den Strumpfhose oder so sozusagen. Aber ich finde das mit den, sagt es mal schnell, wie heißt das? Biker-Shorts? Ist eigentlich eine ganz coole Sache. Übrigens, diese Biker-Shorts sind uralte, fette Strumpfhosen von mir, die ich einfach abgeschnitten habe, weil ich finde, die passen am besten. Gut, aber das gleiche kann man natürlich ganz standardmäßig mit so einem engen Pullover machen oder gerne an Turtleneck, also an Rollkragenpulli. Und das mache ich jetzt mit dem Kleid. Und das da bin ich ja so froh, dass ich das umgenäht habe, weil das habe ich davor schon geliebt, aber ich habe es einfach zu oft getragen, sodass ich es dann irgendwann im Ozon habe. Und ich habe das auch, seitdem ich es genäht habe, ständig an. Ich liebe das, weil ich habe es vorher eben schon vor allem wegen der Farbe geliebt und die steht mir auch, finde ich. Und mir steht eigentlich nicht so viel Rot, aber das Rot steht mir. Von dem her bin ich echt froh, dass ich es jetzt noch ein bisschen, also für mich ein bisschen mehr fresh gemacht habe. Und das kann ich eben auch perfekt kombinieren. Und das ist mein nächster Herbstlook und scheiße, wäre mal Haas in meinem Zimmer, muss ich ehrlich sagen. Gut, ja, also jetzt haben wir die Sache mit under, drunter layern. Oh mein Gott, kurze Coffee Break. Das Lustige, ihr müsst ja wissen, ihr seht es jetzt in der zusammengeschnittenen Form und das ist wahrscheinlich erst 4 Minuten lang oder sowas. Aber ich drehe schon seit 1,5 Stunden allein in meinem Zimmer, in der Stille und rede mit der Kamera und tanze zu imaginären Musik. It's awesome. Oh Gott, meine Nachbarin denkt sich, ich habe total einen Vollknall. Okay. Ah ja, was ich auch noch probieren wollte bei dem Underlayer-Ding ist, ich wollte, weil ich liebe das. Ich liebe das und ich habe es viel zu wenig getragen. Irgendwie bin ich nie dazugekommen, beziehungsweise es war dann zu heiß für das tatsächlich. Es war wirklich so sakrisch heiß die letzte Zeit in Wien und jetzt auch mal. Von dem her werde ich das jetzt mal testen, ob ich das eventuell mit dem Pulli da kombinieren kann. Den habe ich auch selber genäht. Ich verlinke euch übrigens alle Sachen, die ich selber genäht habe oder umgenäht habe, unten in der Infobox, weil ich glaube, so viele Tabs kann ich nicht schalten. Auf jeden Fall werde ich die jetzt mal testen und schauen, wie es ausschaut. Eventuell andere Schuhe dazu, obwohl. Let's see! Ja, also let's pretend, dass es nicht so arg ungebügelt ausschaut, wie es gerade ausschaut. Ich meine, dass es Leinen ist, der Aufknittern, Edelknitter nennt man das ja. Es ist definitiv nicht so furchtbar, wie ich dachte. Für mich ist es vielleicht nicht ganz so ideal, aber it's
definitely possible. Wir machen weiter mit der Farbe Braun. Ein weiterer Hack von mir, nämlich wie ich meine Sommerkleider herbstmäßig style, ist einfach Braun dazu. Irgendwie die Farbe Braun dazu, es wirkt gleich alles wie Herbstlaub, Pocahontas, Farmspiel des Winds. Wo ist die Windmaschine? Also probiert es einfach mal aus, addet zu euren Sommerkleidern Braun dazu und es schaut gleich herbstlich aus. I show you. Tada! Also wunderbar, hier haben wir dieses wunderschöne Tunikekleid, das ich übrigens sehr aufgetragen habe im Sommer. Und lustigerweise, dieses Kleid, also beziehungsweise das Video, hat tatsächlich viel Hate abbekommen, also nicht unbedingt Hate. Aber unglaublich viele Leute haben geschrieben, dass es ja noch nicht gefällt und dass es viel zu groß ist und dass man meine Figur nicht sieht und sowas. Prinzipiell ist es, sollte es mir wurscht sein, weil schließlich muss ich es ja tragen und mir hat es persönlich gefallen und ich fand es cool. Und wenn ich es scheiße finden würde, würde ich es nicht nähen und erst recht nicht ins Internet stellen. Aber es hat mich trotzdem irgendwie getroffen, weil ich so gerne dieses Kleid getragen habe und alle anderen es irgendwie kacke fanden. Und natürlich fanden es nicht alle kacke, fanden nur voll cool. Aber ihr wisst eh, wie es oft ist, dass man sich eher die negativen Sachen zu Herzen nimmt oder darüber nachdenkt und so. Und ja, und ich liebe dieses Kleid und es wurde so gehatet. Wow, mein Baby. Aber ich liebe es immer noch und ich trage es mit Stolz. Und wie schon gesagt, ich habe so viele Komplimente immer wieder für dieses Kleid bekommen. Und vielleicht schaut es ja im Fernsehen oder beziehungsweise auf einem Laptop oder auf euren mobilen Endgeräten ein bisschen krasser aus, wie es in Realität ausschaut. Ich weiß, es ist definitiv ausladend, aber ich stehe auch hin und wieder drauf, ein Set zu tragen. Okay, gut, jetzt habe ich genug mein Kleid verteilt. Aber das ist jetzt eben die Herbstversion. Eben gleich mal Over-Knee-Stiefel. Okay, es ist nicht ganz Over-Knee, es ist On-My-Knee-Caps-Stiefel. Mit der Kniescheibe-Stiefel in Braun und mit einem braunen Gürtel. Und da kann man das Ganze ein bisschen taillierter machen, wie man hier sieht. Und ich liebe das Outfit. Es schaut ein bisschen westernmäßig aus, aber das ist voll okay für mich. Und ich finde, es schaut gleich mal herzlich aus. Aber wie gesagt, einfach Braun dazu und schon haben wir das Herbstoutfit. Und ja, ich finde es super warm und gemütlich. Und wie schon gesagt, ich habe immer noch meine Radlerhosen und so. Also alles gut. Gut. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, die heute ist nämlich jetzt einfach Cardigans. Lustigerweise besitze ich überhaupt keinen gescheiten Knit-Cardigan, also so einen wirklich so groben Strick-Cardigan in Beige oder sowas. Das wäre definitiv nur was, das ich unbedingt Secondhand shoppen will. Aber man kann auch Kleider zum Teil, vor allem Wickelkleider aus Cardigans tragen, beziehungsweise mit irgendwas Cardigan-artigen Kleider gleich mal wintertauglich machen, beziehungsweise herbsttauglich. Und das gibt's jetzt! So, in dem Outfit habe ich jetzt tatsächlich meine zwei Überraschungspieces des Sommers kombiniert. Und zwar, das ist das Secondhand-Hemd, was ich auf dem Shopping-Trip mit Pauli gekauft habe, was ich so oft auch hatte, ohne Schmarrn. Ich habe dieses Ding getragen wie Sau. Immer wenn es ein bisschen kühler war und nicht 33 Grad im Schatten in Wien, habe ich dieses Hemd getragen. Und ja, es ist, ohne Schmarrn, es ist einer meiner Lieblingsteile zurzeit im Schrank. Und dieses Kleid. Das war der Thrift Flip, wo ich das Kleid von der Pamela Reif probiert habe nachzumachen, also das von ihrer Kollektion. Drüber gezogen, fertig. Und das Blau und Blond passt immer. Und tatsächlich habe ich es voll gern getragen. Und das ist jetzt eine Kombination mit beiden. Also wie schon gesagt, könnt ihr euch eine Hemden, so oversized Herrenhemden auch zuknöpfen und einfach offen lassen, so Cardigan-mäßig, wie schon gesagt. Und es macht es gleich viel wärmer, das Outfit. Und ich finde es ja ganz cool, dass die Muster so krass unterschiedlich sind, aber doch irgendwie zusammenpassen. Also auf jeden Fall denke ich das. Also bei mir im Spiegel schaut es gar nicht so schlecht aus, finde ich. Und ja, natürlich, dass das Ganze wieder herbstlich ist. Was brauchen wir? Ja, braun. Genau. Wunderbar. Probieren wir es gleich weiter mit den Cardigans. Und zwar, ich habe ja da mein Zero-Waist-Kleid. Was ja eigentlich grundsätzlich schon ein Cardigan auch ist und eben ein Zero-Waist-Kleid. Und das eignet sich natürlich super gut, einfach als Cardigan zu tragen. Oder so. So, das ist jetzt das Cardigan-Kleid, also das Zero-Waist-Kleid, einfach als Cardigan umwickelt und schon ist es herbsttauglich. Ich meine, das ist jetzt wirklich simpel, es herbsttauglich zu stylen, vor allem mit drunter und sein Kopf.
was du willst, weil es ja schwarz ist. Aber wenn man das ein bisschen femininer machen will, kann man auch, das ist nämlich ganz lustig, ich zeige euch kurz, ihr könnt das auch mit Wickelkleidern machen. Also ich gebe zu, das ist sehr out there, dieser Style, ja. Also das verstehe ich, wenn das ein bisschen zu crazy ist. Man, okay, vielleicht sollte ich auch das T-Shirt anziehen. Aber wurscht. I'm rocking this now. Tada! Und dann haben wir einen anderen Cardigan. Weil ich schon mal die Jeans anhabe, ne? Ich habe in ganz vielen Fashion-Vlogs gesehen, dass die Mädels da unter Kleidern Jeans anziehen. Und das schaut so cool aus bei denen. Ich weiß nicht, ob ich die Coolness habe, das zu rocken, aber ich habe mir gedacht, das probiere ich jetzt gleich mal. Und zwar mit meinem Slipdress nochmal. Wo liegt das? Gute Frage. Ich glaube, irgendwo hier auf dem Haufen. Geil, das wäre sowas von spaßig, wenn ich das alles wieder aufräume. Geil, hier ist es. Gut, das teste ich jetzt gleich mal. Wie das ausschaut mit Jeans. Das ist jetzt das Outfit. Und ja, also ich schaue mich vor den Spiegel an, das ist definitiv so ein eher Fashion-Blogger-Outfit. Das ist das, wo man sich so denkt, so hätte schon eigentlich gar nicht so uncool aus, so auf dem Foto, aber will ich es dann wirklich selber tragen? Aber ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich den Mut habe, sowas zu tragen, weil irgendwie finde ich es urlässig. Ich weiß schon, es ist irgendwie seltsam, aber gleichzeitig cool. Also, I like, somehow. Es ist jetzt nur ein bisschen eng hier um die Hüfte, weil das Kleid tatsächlich eher auf der engeren Seite ist. Generell schon. Und wenn ich dann nur die Jeans hoch habe, dann ist es wirklich ein bisschen... Also einen Marathon könnte ich nicht damit laufen, aber muss ich nicht sagen. Why not? It's a look, I guess. Oh man, ich sag's euch. Aber irgendwie hat es mir Urspaß gemacht, jetzt so die ganzen Sachen für meine Kleider zu finden. Weil, wie schon gesagt, ich habe... Das Blümchenkleid von letzter Woche oder vorletzter Woche ist in der Wäsche, deshalb konnte ich das gerade nicht stylen. Aber ich habe jetzt tatsächlich alle Kleider vom Sommer durchgestylt, außer mein Schnittmusterkleid, das ich tatsächlich auch noch nie anhatte, aber ich habe es ja erst seit 2 Wochen etwa und noch keine Occasion gehabt, aber das werde ich noch ausprobieren. Aber natürlich passiert mir auch, dass ich Klamotten nähe, die mir eigentlich ganz cool gefallen, aber ich im Endeffekt dann nicht trage. Ich meine, ihr kennt es sicher auch, wenn ihr shoppen geht oder sowas und ihr seht im Geschäft was, wo ihr denkt, boah, das ist so cool und es gefällt mir voll gut an mir, aber im Endeffekt tragt das dann nicht. Und das passiert mir beim Nähen natürlich auch, aber immer weniger und das finde ich super cool. Was aber zum Beispiel von den letzten, ich sage jetzt mal im letzten halben Jahr, von den ganzen Videos, was da zum Beispiel leider nicht so bei mir gefunkt hat, ist zum Beispiel traurigerweise diese weiße Hose, die ich ja schon zum zweiten Mal abgecycelt habe und die gefällt mir eigentlich. Gruselig. Die gefällt mir eigentlich voll gut, aber ich ziehe sie einfach nicht an. Ich ziehe sie einfach nicht an. Vielleicht habe ich eine Aversion gegen weiße Hosen, ich weiß es nicht, weil sie gefällt mir ur und wenn ich sie anziehe, finde ich sie auch schön, aber ich ziehe sie de facto nicht an. Das da, was ich auch irgendwie nicht verstehe, weil wenn ich es anhabe, gefällt es mir eigentlich eh, aber ich greife irgendwie nie danach. Vielleicht ist es der Stoff, weil die Baumwolle ist sehr hart, vielleicht liegt es an dem, ich weiß es nicht. Das ist definitiv mal eine Sache für Sigmund Freud herauszufinden, warum ich eine Aversion gegen das Ding habe, obwohl es mir gefällt. Keine Ahnung. Das da ist auch leider so ein Teil, das wo ich viel zu wenig anhatte. Das ist nämlich auch schon zum zweiten Mal abgecycelt. This one gefällt mir eigentlich auch, aber bei dem weiß ich tatsächlich, warum ich es nicht so oft anhabe. Und zwar, weil der Stoff so schnell knittert und richtig schön, richtig ungut knittert, ja. Nicht so leinenmäßig Edelknitterzeug, ja, Luxus und so, sondern richtig schier knittert. Und ich muss nicht immer bügeln, vor allem weil es dann sowieso wieder knittert. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich das nicht so oft anhabe, wie ich es eigentlich wollen würde. Und zu guter Letzt das letzte Teil, was ich leider nicht so oft anhatte, wie ich es gerne hätte wollen, sollen, dürfen, können. Das da. Also das ist das Leinenoberteil mit den Puffärmeln. Und lustigerweise, die passende Hose dazu, die ich genäht habe, die hatte ich oft an. Also wenn's, es war ja sau heiß, aber sobald es einmal kühler war oder geregnet hat, habe ich diese Leinenhose voll oft auch gehabt. Aber das Oberteil nicht. Und ich befürchte, es liegt dran, dass es kratzig ist.
dass ich mich am Endeffekt doch immer wieder dagegen entscheide, weil es gefällt mir auch vom Look voll gut. Also es ist echt bitter. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte ehrlich zu euch sein und auch verklickern, hey, auch ich habe manche Sachen, die ich nähe, die ich eigentlich ganz cool finde, aber trotzdem nicht anziehe. Ja, also das sind definitiv die vier Sachen, die ich leider nicht so oft trage oder fast nie getragen habe. Aber dafür andere Sachen exzessiv. Eben zum Beispiel wie fast alle meine Kleider. Ich meine, alle meine Kleider habe ich sehr oft getragen und manche noch mehr wie oft. Und das war das Video, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr eure Sommerkleider, die ihr jetzt mühevoll genäht habt, auch weiterhin tragen könnt, auch in die Herbstmonate oder auch Wintermonate rein. Und wie schon gesagt, ihr könnt überall einfach eine Leggings oder Strumpfhose drunter ziehen, dann wird es einmal gleich wärmer. Also so eine, also dass man so investiert in so Wollstrumpfhosen in hell und in dunkel, ist definitiv eine Investition wert. Das werde ich übrigens nicht selber nähen und das nähe ich auch nicht selber. Strumpfhosen und Socken und sowas erspare ich mir. Das kaufe ich tatsächlich immer noch, beziehungsweise so oft muss ich das nicht nachkaufen, weil weil heute amazing. Wo ist mein Kaffee? Zu weit weg. Wurscht. Also, ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß. Wie ihr das wahrscheinlich eh schon mitgekriegt habt, die letzten Minuten, war diese Woche kein Nähvideo am Start. Aber ich habe trotzdem sau viel genäht in letzter Zeit für eine Sache, die ich euch leider noch nicht sagen darf. Oh mein Gott, jetzt bin ich einer von diesen YouTubern, die da was endlich sagen dürfen. Sowas wie, ich habe da was in Vorbereitung, aber ich darf es euch noch nicht sagen. Ja, jetzt ist es soweit. Ich habe so ein Projekt, das ich nicht verraten darf. Und dafür habe ich jetzt nicht nur die letzte Woche, sondern schon die ganzen Wochen davor und jetzt auch noch die kommenden Wochen werde ich sau viel dafür machen müssen. Und werde aber trotzdem natürlich auch wieder Nähvideos posten und sowas. Das ging sich diese Woche überhaupt nicht aus. Aber wie schon gesagt, ich darf es euch bald verraten. Also stay tuned und wir sehen uns nächste Woche und macht es gut dabei.